Wir haben Herr Roman einen Berchtenverein gegründet, weil sie gedacht haben, es ist eigentlich in unserer Gegend so gut wie gar nichts Brauchtumsmäßiges. Und wir sind vorher bei einer anderen Gruppe mitgerannt und haben gesagt, naja, das bringt es eigentlich auch nicht, machen wir gleich selber was. Und ja, jetzt haben sie relativ nach kurzer Zeit an die 25 Leute zusammengefunden und dann haben wir den Verein gegründet und angemeldet. Und mit Absprache von Dorfwirten, von unserem Vereinslokal von Leuland dann, haben wir gesagt, machen wir einen gescheiten Berchtenlauf. Wie sicher für die Ortschaft was geht, was Gutes und ein gescheiter Aufwind. Erster Benker Berchtenlauf, organisiert von den Benker Bergteufeln, am vergangenen Samstag beim Gasthof Leubel in Penck. Ja, grundsätzlich habe ich ein gutes Gefühl. Es strömen die Leute eigentlich von alle Richtungen zu. Die Gruppen sind auch alle eintroffen. Was wir eben haben, von Burgstall bis Hartberg bis zum Bezirk Neunkirchen sind 13 Gruppen jetzt anwesend. Das Wetter spielt mit. Also was kann aber viel mehr passieren? Dreizehn Berchtengruppen aus nah und fern kamen nach Penck, um den rund 500 Besuchern das Fürchten zu lernen. Ja, also bei uns ist es so, also wie ihr seht, es ist alles mit Absperrgitter eingezäunt. Die Gruppen haben eine Belehrung gekriegt, vorher von mir um 17 Uhr bei der Oppenbesprechung. Es darf nicht massiv zugeschlagen werden, es darf nicht drüber gerollt werden. Leute übers Gitter zahlen, sowieso strengstens verboten. Und was zusätzlich ist, es hat jeder einzelne Bercht eigene Nummer drauf. Und sollte wirklich einer einen Schaß bauen, dann ist er anhand dieser Nummer zum Herziehen und er ist selbst verantwortlich für seine Tätigkeiten. So teufelsheiß ging es vor dem Gasthof Leubel auch noch nicht zu. Fürchtest du dich vor die Teufeln? Nein, nicht so. Warum nicht? Ja, weil sie eh angesperrt ist und weil sie nicht so viel tun können. Und wahrscheinlich, weil du das ganze Jahr brav warst? Ja. Die Master Devils aus Weißenbach im Bezirk Neunkirchen gehörten sicher zu den Highlights des ersten Benker Berchtenlaufes. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Es waren hervorragende Gruppen, sie haben super Shows angeliefert. Das ganz Wichtige, es ist nichts passiert, es ist keiner verletzt. Das Publikum war hervorragend, ich hätte es schätzen, aber 500 bis 600 Zuschauer. Also im Großen und Ganzen ein hervorragender erster Benker Berchtenlauf. Hoffen wir, dass es im nächsten Jahr wieder so funktioniert. Und danke an alle, was da waren. Fabelwesen, schaurige Masken, Feuershow und viel Pyrotechnik. Erst dann kommt die Hölle zurück auf die Erde. Es ist ein eigenes Feuerspuckmittel. Im Prinzip ist es nicht schwer, das schaut so aus und es riecht nichts. Es schaut aus wie Wasser, ist eigentlich aber giftig. Es ist nicht so gesund, sagen wir so. Und von der Technik her ist es eigentlich auch nicht so schwer. Man muss nur zerstäuben und halt nicht schlucken. Schlucken ist keine gute Idee. Und auf dem Wind, der Wind ist halt auch, macht auch die Gefahr nicht gerade besser. Weil wenn die Flammen zurückkommen, kann zum Beispiel mein ganzer Kragen da in Flammen steinen. Ich bin sehr zufrieden. Es war voller Erfolg, es war ein Spitzenlauf, schöne Gang, also sehr zufrieden. Ja, mir hat das schon immer geratzt, Feuer, ich habe schon immer gern Feuerspucker zugeschaut. Da habe ich mir gedacht, ja, ich probiere das jetzt einmal, ich lerne das und suche mir Gruppen und ja, jetzt steigen wir da an. Also sozusagen bist du ein legaler Pyromane? Genau, ja. Mit der Lizenz zum Feuerspucken? Ja, sozusagen, ja, genau. Die volle Lizenz dafür. Die Berchtenveranstaltungen im Osten von Österreich laufen in der Regel relativ friedlich ab, wie hier in Penck. Ganz anders im Westen von Österreich. Da geht es richtig zur Sache. Verletzungen und Schlägereien unter Alkoholeinfluss sind dort keine Seltenheit. Also ich muss sagen, ich war mit den Gruppen sehr zufrieden. Sie waren sehr, sehr zivilisiert. Sie haben nicht wirklich zudroschen, sie haben sich an die Abmachung gehalten. Sie haben sich an einen Zeitplan gehalten. Feuertechnik und Pyrotechnik hat passt.
Also im Großen und Ganzen eine hervorragende Veranstaltung. Ja, wo kommen denn diese zwei Gesellen auf einmal daher und schießen uns auch noch? Jetzt haben sie einen jungen Bercht erschossen, der arme Teufel. Naja, irgendwo furchterregend, möchte ich sagen. Wenn sich die Leute das jetzt anschauen, dann meine ich wirklich bei Echtzeit-TV war das optimal. Ein Teufel erschossen, oder? Ja, so ein kleiner Bercht, aber ich war zwar Bierschführer, aber der Herr Rudi Wolf, der hat halt leicht schlecht geschossen. Ja, weil er einen Scheißdreck ansprechen kann, nicht? Was? Eigentlich müsste er ordentlich ansprechen können. Auf er müsste ich mich verlassen können. Aber meistens kommt er leicht betrunken zur Biersch und dann passiert sowas, ganz klar. Nein, das kann mal überhaupt nicht stimmen. Der schießt einmal schlecht, das ist das Problem. Schießt dreimal, fällt um und was ist? Furt ist er. Diese zwei Jäger sollten wirklich einen Sehtest machen, wie von der Optikerinnung vorgeschlagen. Ob das nun gut geht für die zwei? Die Angehörigen des kleinen Teufel scheinen etwas sauer zu sein. Hervorragend. Ich finde, also grundsätzlich einmal der Berchtenlauf, den man ja sonst immer wieder kennt, das ist ja nicht das Einzige, aber sehr, sehr gut organisiert, sehr gut geplant. Und auf der anderen Seite, die Show-Einlage ist garantiert einzigartig. Und da gratuliere ich den Veranstaltern und den Banker Bergtafel. Sehr, sehr herzlich. Ja, ich kann mich noch voll anschließen. Es war eine Wurzgaudi. Wir haben zwar lang warten müssen, aufgrund dessen zwei, drei Bier trinken, aber mehr trauen wir uns ja nicht, weil wir müssen heim auch wieder, nicht? Aber wir haben uns müssen überwinden, nicht? Wir haben ja lang geprobt, seit März proben wir schon jetzt mit dem Alkohol, weil sonst trinken wir ja nichts, wenn wir jung gehen. Und ja, jetzt hören wir dann endlich wieder auf, gell, Hannes? Ja, auf jeden Fall, weil das halten wir nicht aus, unmöglich. Keine Gnade den zwei Jägern. Auf geht's in die Hölle zur Nachschulung. Die Besucher waren begeistert vom ersten Banker Berchtenlauf. Einkehr im Gasthof Leubel auf ein Glaserl Wein. Und später zur Aftershow-Party ins Feuerwehrhaus in Penck.